Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime Trilogy hier bei Metroid Prime 3 Corruption. Im letzten Part haben wir eine neue Fähigkeit bekommen, und zwar die Screw Attack, die ist auch hier in MP3 wieder zurück. Und damit wollte ich dann eigentlich zurück zu Elysia und dann dort ein bisschen was anstellen, aber nee. Uns wurde gesagt, dass wir jetzt hier zu GFS Valhalla gehen sollen. Wir waren ja auch schon am Anfang auf der GFS Olympus und jetzt hier auf der Valhalla, die jetzt wieder aufgetaucht ist irgendwie. Und hier sollen wir jetzt ein bisschen Ärger machen und gucken, was denn jetzt die Piraten so vorhaben und so weiter und so fort. Ich habe noch keine Ahnung, was uns jetzt hier genau erwarten wird, aber ich würde sagen, wir machen einfach den einfach gleich mal los. So, hier müssen wir jetzt eine Energiezelle reinpacken, genau. Zack und drehen. Okay. Und damit dürfen wir dann durch das Tor durch. Ja, ich darf es dann wahrscheinlich öffnen damit, okay. Jetzt muss ich nochmal kurz zum Verständnis, also eine Energiezelle haben wir jetzt noch, ne? Warte mal, wo kann ich das mal nachgucken? Hier, eine dürfen wir noch haben. Okay, also die hier, die zweite, die ist gerade Status geborgen. Die ist gerade eingesetzt und die andere ist quasi noch verfügbar. Sehe ich das? Ah ne, okay, hier steht gebraucht, okay, alles klar. Also die grünen sind gebraucht und die hier, die habe ich gerade noch, oder? Sehe ich das richtig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, eine von den beiden haben wir jetzt hier eingesetzt und die andere haben wir auf jeden Fall noch. Also eine haben wir noch zur Verfügung. Das wollte ich wissen. So. Okay, auf jeden Fall, damit können wir jetzt öffnen wahrscheinlich. So ist es. Und, was ist das hier? Gar nichts, das kann ich nicht mal... Ah doch, ich kann schon scannen, habe ich schon gewundert. Und da hinten sind auch neue Sachen, neue Gegner waren das wahrscheinlich. Und du hier bist. Zugriff auf Daten zu Energiezelle, irgendwas, Statusbericht übertragen und in Datenbank abgelegt. Okay, wieder ein Statusbericht. Und zwar über die... Ist es jetzt einfach eine weitere Energiezelle, aber die sahen noch anders aus, oder? Hm. Daten zeigen an, dass die Energiezelle mit der manuellen Notüberbrückung des Generators verbunden ist. Okay, ja, schau ich mir gleich an. Aber erstmal will ich noch euch scannen. Nein, nicht die Tür. Ich will euch... Lass mich... Samus. Schnell. Okay, die werden jetzt wieder verschwunden. Die werden wahrscheinlich wiedergekommen, aber trotzdem. Ein Mini-Roid. Okay. Von geringer Bedrohung, Jungtiere verfügen über keine besonderen Kräfte. Der Name gibt mir etwas zu bedenken. Von geringer und schwacher Statur sind Mini-Droids auf den Schutz des Schwarms angewiesen. So schweben sie in großen Gruppen auf der Suche nach Nahrung umher. Die überlebenden Jungtiere nehmen rasch an Größe zu und werden zu den gefürchteten Parasiten, die im gesamten Kosmos als Phasen-Metroids bekannt sind. Ja, da bin ich ja auch schon sehr gespannt. Ich meine, hier Mini-Roid, der Name ist natürlich an Metroid schon angelehnt. Und ich bin ja sehr gespannt, wann wir wirklich unsere ersten richtigen Metroids kennenlernen werden, weil das sind ja offenbar erst noch die... Ernsthaft? Das ist offenbar erst noch die Babyform von denen quasi. Und ich bin gespannt, wann die ersten richtigen Metroids dann auf uns zukommen werden. Die werden ja hier bestimmt auch wieder vorkommen. Ich meine, das Spiel heißt nicht umsonst so. Ich bin gespannt, wann das der Fall sein wird. Aber ich kann ja noch viele, viele weitere Sachen scannen. Hier kann ich ja wieder aufmachen. Steuerterminal einsatzbereit. Öffnen der Hangartüren. Erfolg nach Betätigen des Handscanners. Jupp. Und aber hier ist noch ein bisschen Schutt im Weg oder sowas. Frachtwagen ist mit Plattform kollidiert. Energieverbrennung deuten auf einen Explosionsstoß als Ursache hin. Okay. Und ich kann nicht jetzt nochmal scannen, wieso das denn? Daten dieses Terminals wurden bereits abgerufen, einer hat sich automatisch deaktiviert. Okay, also das, also ich kann ja keine Energiezelle rausnehmen oder so, das ist auch einfach nur halt ein, ja, aber ich meine, ein wirklicher Bericht war das ja jetzt auch nicht, oder? Das ist irgendwie seltsam, dieses Ding, aber na gut. Auf jeden Fall, dich kann ich noch scannen. Hallo, Kollege. Soldat weist zahlreiche Einstichwunden auf, an den Wunden lässt sich Phasen entdecken. Hm, okay, ja, das ist natürlich nicht gut. Und was ist das hier? Eine eingeschossene Brücke. Übergang zerstört. Gebilde wurde offenbar von einem großen Objekt mit hoher Geschwindigkeit getroffen. Okidoki. Jo, dann gehen wir auch gleich weiter. Ich brauche nicht mal hier den Grapple Beam. Ich habe doch eine viel coolere Fähigkeit, die Screw Attack. Wenn denn Samus sie einsetzt. So, kann ich die hier wieder nicht einsetzen? Doch, kann ich natürlich schon. Ja, keine Ahnung. Warum es gerade wieder nicht ging, war ich wohl jetzt blöd. Hä, bist du eingefroren oder wie? Soldat wurde offenbar beim Versuch eingeschlossen, seinen Angreifern zu entkommen. Ja, eingeschlossen. Okay. Ja, das ist seltsam. Und du hier? Was zum... Diesem Soldat wurde seine Bioenergie komplett entzogen. Nur eine spröde Hülle blieb von seinem Körper zurück. Okay, ja, das weist noch mehr auf Metroids hin. Weil sowas können die ja und tun sie gerne, dass sie einem die komplette Lebensenergie abzapfen. Du bist aber ein bisschen im Weg, leider. Oh... Ach, das wollte ich jetzt gar nicht mal unbedingt. Ach man, ey, ja, das tut mir jetzt leid. Ich meine, das war eh nur eine Hülle, eine Seelenlose. Deswegen, so schlimm war das jetzt hoffentlich nicht. Und der verschwindet auch. Okay. Da oben sind wieder die kleinen Viecher und... Nee, okay, ich dachte jetzt kurz, es wären Metroids, die da. Aber nee, sind keine. Nein, das ist ein Chelsack oder Chelsack oder so. Kenne ich die auch schon aus anderen Metroid Prime-Spielen? Bläht sie zur Verteidigung so lange auf, bis er platzt. Also der Name kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber nee, ich glaube, es waren andere. Egal. Chelsacks zeigen sich gerne von ihrer angriffslustigen Seite und verteidigen selbstlos jeden Winkel ihres Territoriums. Fühlt sich ein Chelsack angegriffen, so bläht er seinen Körper mit einem ätzenden, auf Phasen basierenden Gift auf. Der Chelsack setzt diesen Vorgang so lange fort, bis er platzt und in alle Richtungen ein tödliches Sekret verstreut. Okay, da muss ich also aufpassen.
Aber erstmal gibt es noch andere Sachen zu scannen. Nämlich dich da. Zerstört das Stilettojäger, schwerer Schaden des Schiffs geht sowohl auf GF als auch auf Piratenwaffen zurück. Okay, da wurde, ist also ein Kampf, hat ein Kampf stattgefunden. Mechanischer Arm wurde zerstört, einer, das mit Brandmalen durch Waffenfeuer übersät. Und dann dich da oben kann ich auch noch scannen. Transportarm ist durch Explosionen schwer beschädigt, Vorrichtung hat einen Kurzschluss. Okay, und die kleinen Viecher da oben, wie gesagt, die kennen wir ja schon. Ja, okay. Was jetzt, wenn ich euch jetzt töte? Dann gibt es jetzt hier so eine Explosion. Oder. Ah, nee, ich kann die. Doch, ich kann die schon töten. Die nehmen Schaden. Oder? Sie leuchten rot. Leuchten die rot? Doch, sie leuchten rot. Oder? Jetzt. Oh mein Gott. Okay, ja, doch, die sind definitiv neu. Und die halten ein bisschen sehr viel aus für meinen Geschmack. Ich muss ja 1000 Millionen Mal draufhauen. Ja, okay, so häufig doch nicht. Keine Ahnung, warum es gerade eben so lange gedauert hat. Vielleicht muss ich einfach immer dauerhaft draufhören. Also ich darf mir nicht so viel Zeit lassen zwischen den einzelnen Schüssen. Das kann auch sein. Bin mir nicht ganz sicher. Was sagt denn eigentlich die Karte? Wir haben zwei Wege. Einmal hier rechts unten, einmal da links oben. Also an sich, der ganze Aufbau ist ja schon sehr ähnlich. Wie auch schon auf der GFS Olympus natürlich. Deswegen, man sollte sich hier schon einigermaßen zurechtfinden. Aber obwohl der Aufbau an sich ähnlich ist, ist sie natürlich trotzdem im Detail alles schon... deutlich an... Was ist das denn jetzt? Deutlich anders aus. Was ist das denn jetzt? Flüssiges Phasen, das sich bewegen kann. Einfach so, okay. Ursprung von Phasenwürmern nimmt Phasen in jeglicher Form auf. Was ist das denn jetzt? Bei diesem Phasen handelt es sich um einen zähflüssigen Klumpen mit geringer Intelligenz. Die Jungtiere sind als Phasenwürmer bekannt. Was? Phasen? Das kann sich selber... Was? Die schließlich in die adulte flüssige Form übergehen. Flüssiges Phasen sondert eine hochgiftige, aggressive Chemikalie ab, um sich vor Räubern zu schützen. Der unmittelbare Kontakt mit dieser Substanz kann tödlich enden. In eingeschränkten Rahmen ist sie imstande, ihre Gestalt zu ändern. Diese Fähigkeit dient in der Regel dazu, drohenden Angreifern auszuweichen. Jetzt würde mich ja interessieren, was passiert, wenn mich das berührt. Ich will das mal... Was ist das? Was ist denn das jetzt alles hier? Zum Teufel. Ja, nee, ich will euch scannen. Was seid ihr jetzt? Ihr seid jetzt ein Phasenwurm, okay? Entzieht seinen Opfern Lebensenergie, bis kann Phaseninfektion auslösen. Okay, vielleicht haben wir dann auch doch die von den Soldaten die Energie entzogen und doch keine Metroids, keine Ahnung. Phasenwürmer fühlen sich von allen Formen von Bioenergie angezogen, vor allem aber von Phasen. Ungeachtet der sonst üblichen mutagenen Effekte tragen sie die Substanz ohne Schädigung in ihrem Gewebe, während sie umherkriechen. Ihr Biss kann eine Phasenverseuchung auslösen, was sie zu einem gefährlichen Seuchenträger werden lässt. Okay. Ja, ich sollte auf jeden Fall gegen euch vorgehen. Aber mich würde interessieren, ja, mich würde interessieren, was passiert, wenn ich jetzt dieses Phasen da einfach berühre. Ich meine, ja, ich meine an sich, ja, also Schaden dürft ihr schon machen, denke ich mal. Wir gucken, ich werde das mal kurz testen, komm mal her. Berühre mich mal. Ah ne, okay, das Ding selber kann mir keinen Schaden machen. Ich kann da drin stehen. Oder macht es mir doch Schaden? Aber immer nur eins? Ja, doch immer nur eins. Oder waren das die Käfer hier oder die Würmer? Ich glaube, es haben mir immer nur einen Schaden gemacht. Das ist sehr interessant. Kann ich die überhaupt besiegen? Schon, oder? Das ist aber, was ist das? Das ist ein sehr, sehr interessanter Gegner, weil der kleinere Gegner herbeispawnen kann, immer wieder. Und er auch selber immer kleiner wird und jetzt ist er tot, okay. Ja, das ist ja wirklich sehr interessant, dass wir jetzt gegen reines Phasen hier kämpfen. Das ist seltsam und gefällt mir nicht. Irgendwie, also wie gesagt, ich finde immer noch, Phasen ist sowas von böse einfach nur. Und ich würde ja am liebsten nichts damit zu tun haben wollen. Mich würde ja interessieren, was passiert, wenn ich den... Das hätte ich jetzt austesten können. Das werde ich dann mal nochmal austesten, wenn ich nochmal vorkomme. Was passiert, wenn ich denn meinen Hypermodus benutze und da selber Phasen draufschmeiße? Was dann passiert? Das würde mich interessieren, ob ich dann überhaupt Schaden machen kann. Keine Ahnung. Und hier nehme ich wahrscheinlich auch Schaden. Ja, wollte ich auch mal kurz testen. Einfach so. Okay, und nach oben, zu der anderen Tür, komme ich offenbar noch nicht hin. Weil ich habe hier keine Möglichkeit, hier irgendwie nach oben zu kommen. Ich rutsche hier auch immer ab von dem Typen. Also ich kann da... Nicht nach... Ja, das wollte ich doch gar nicht machen. Ich kann da also nicht nach oben kommen, wie es scheint. Nein. Gibt es hier irgendwie einen Weg? Ja, von hier aus vielleicht. Von hier aus? Ja, doch, ich komme hier nach oben. Ich komme hier nach oben. Ich habe also... Habe ich wirklich zwei Türen zur Auswahl? Also kann ich beide entlang gehen? Jetzt muss ich überlegen, wie ich jetzt hier war. Ja, okay, ich kann hier wirklich beide Wege entlang gehen. Okay. Ich will erstmal gucken, was in der oberen Tür ist. Also ich denke mal, dass eine der beiden vielleicht ein Speicher ist oder sowas. Ich will erstmal austesten, wo jetzt der richtige Weg wieder mal ist und wo der falsche. Gehen wir wieder in die Luft. Und bam, sehr schön. Also immer schon aus der Ferne angreifen, die Typen hier, aber ist ja auch in Ordnung. War jetzt eigentlich hier gerade... War nicht gerade hier auf dem Blitz, wo ich jetzt aufpassen muss? Ja, genau hier. Ich muss also mit ein bisschen Timing rüber jumpen. Jetzt stirb mal wieder, bitte. Kollege, so. Ich hätte vielleicht zuerst die untere Tür mir angucken sollen, weil ich glaube, die untere ist eher der falsche Weg, sage ich jetzt mal, also halt ein Speicher oder so. Ich glaube eher, dass es hier weitergehen wird. Was kommt da jetzt für ein Raum? Ja, da geht es auf jeden Fall weiter. Ja, dann will ich mir erstmal die untere Tür... Oder? Ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber doch, ich will mir erstmal die untere angucken, weil ich glaube, da ist eher ein Speicher oder sonst irgendwas. Ich glaube, die obere ist eher richtig.
Ja, hier geht's aber auch weiter. Och Mann, ey. Jetzt habe ich wieder so viele Wege schon. Ja, aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal den unteren Weg. Weil ich glaube trotzdem, dass der untere falsch ist. Ich habe eher das Gefühl, dass der obere der richtige ist. Und hier ist wieder jetzt ein Eintrag oder so. Zugriff auf Daten zur Energiezelle. Irgendwas Statusbericht übertragen und den Datenbank angelegt. Ja, okay. Ja, das ganze Zeug hier am Anfang werde ich übrigens nicht mal vorlesen. Und zwar, Daten zeigen an, dass die Energiezelle mit dem Sicherheitsschildsystem des Hangars verbunden ist. Aber ich habe noch nicht genau verstanden, was es jetzt mit diesen Einträgen hier zu tun hat. Energiezellen-ID. Ich meine, hier ist eine Energiezelle. Aber kann ich die jetzt irgendwie mitnehmen oder so? Na, offenbar ja nicht. Ich kann mit dir nichts machen. Die ist mit dem Hangar verbunden. Was hat das jetzt zu bedeuten? Abschießen kann ich dich ja auch nicht, oder? Kann ich die jetzt nochmal scannen? Nein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. Es gelang dem Piloten nicht sicher durch die Transportkorridore des Schiffs zu manövrieren. Okay, das ist nicht gut. Und da oben ist eine Tür. Okay, und ja, den Raum kenne ich glaube ich schon auch. Der ist auch wieder sehr identisch zu dem auf der Olympus schon. Zugangsrampe abgesenkt. Oberer Stock unzugänglich. Einheit ohne Energie. Ohne Energie. Okay. Kann ich euch mehr. Ja, das sind die Wegschmelzdinger. Ach, guck mal. Ich brauche hier mehr Energiezellen, oder? Brauche ich auch wieder eine Energiezelle? Ja. Ja, aber ich habe doch nur noch eine. Warte mal. Mal wieder zurück. Das ist jetzt sehr interessant. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich meine, es kann auch sein, dass wir hier auf der Valhalla noch überhaupt gar nicht weitermachen können, weil ich erst noch die, also noch weitere Energiezellen finden muss, weil hier komme ich gerade nicht weiter, weil ich habe ja nur noch eine. Ich werde es mal trotzdem kurz testen. Vielleicht habe ich ja doch aus irgendwelchen Gründen jetzt immer noch zwei dabei. Ich weiß, es wüsste nicht wieso, aber vielleicht ja doch. Ich teste mal kurz. Und ich habe keine, genau. Okay, weil eine ist hier und die andere ist beim Vordereingang. Deswegen kann ich dich. Aber war das jetzt ein Fehler? Ich krieg dich da nicht mehr raus. Ich wollte dich jetzt eigentlich wieder mitnehmen. War das jetzt ein Fehler? Ja, es wird schon alles hoffentlich seine Richtigkeit haben. Energiezellenstation, Station mit Energie versorgt. Energiezelle ist fest installiert. Okay, ich komme hier nicht mehr weiter, offenbar. Wie es scheint. Und ich kann auch die Energiezelle nicht mehr mitnehmen. Das wäre mir jetzt eigentlich lieber, wenn ich die wieder mitnehmen könnte. Weil ich habe das Gefühl, dass ich die auch an mehreren Orten irgendwie einsetzen könnte. Und dass die jetzt da aber schon feststeckt. Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen mag. Aber an sich kann es ja kein Fehler gewesen sein. Also es kann ja nicht so sein, dass ich jetzt festhänge quasi. Und dass ich jetzt nie mehr weitermachen kann, weil ich jetzt diesen Fehler hier begangen habe. Dass ich da die Energiezelle reingesteckt habe. Deswegen, das wird schon hoffentlich alles seine Richtigkeit haben. Ja genau, okay. Die explodieren auch, wenn ich in ihrer Nähe bin. Ach, das ist ja nervig. Ich muss die eigentlich fast mal killen. Aber das dauert zu ewig, ey. Die abzuschießen. Weil die schon einige Schüsse aushalten, bis die mal dann hochgehen. Was ist war immer noch zu nah dran? Dein Ernst, was haben die für eine Reichweite? Das ist ja heftig, okay. Es kann natürlich auch sein, dass wir. Hä, was ist denn los, Samus? Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt auf dem oberen Weg. Wovon nehme ich eigentlich Schaden? Beschießen die mich auch oder wie? Wovon habe ich jetzt Schaden genommen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber passt schon. Auf jeden Fall, vielleicht ist es so, dass wir jetzt hier beim oberen Weg noch eine weitere Energiezelle bekommen können. Mit der kann ich dann da eben an der einen Stelle doch wieder weiter. Das kann natürlich sein. Da gucken wir jetzt gleich mal, was ist denn das da hinten wieder alles Ekliges? Totes Soldaten wurde durch die enorme Druckwelle einer Energiegranate verursacht. Okay, was bist du hier? Was sind das für eklige Viecher eigentlich? Zahlreiche starke Energieverbrennungen deuten darauf hin, dass dieser Pirat eine Energiegranate in nächster Nähe detonieren ließ. Okay, hat er das sich selber und den Typen hier mit in die Luft gesprengt oder wie? Keine Ahnung. Morphologie Phasenegel. Friedfertiger Aasfresser, der sich ausschließlich von verwundeten Organismen und Kadavern ernährt. Okay, den mag ich. Phasenegel leben von Energie, die sie geschwächten oder toten Organismen entziehen. Zumeist streifen sie im Verbund zur Nahrungssuche umher und hinterlassen dabei giftige Spuren. Ihr weicher, ungeschützter Körper macht es leicht, sie auszuschalten. Wahrscheinlich sind es so viele kleine, weil ich da wieder schön meine ganzen Sachen auffüllen kann. Also meine ganzen Missiles und auch sonstiges Zeug und Leben und sowas. Glas ist gesprungen und scheint instabil zu sein. Mit einem starken Stoß müsste es sich zerstören lassen. Okay. Was bedeutet jetzt starker Stoß, ist die Frage. Charge Beam? Ja, okay, das war einfach. Ja, es ist ja wahrscheinlich auch Missile geklappt. Da gab es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, was ich da tun könnte. Sondern ihr gebt mir jetzt wahrscheinlich einfach viele Sachen. Ja, geht so. Nicht so wirklich viele, aber ich meine, ich bin ja auch voll. Also ich meine, mir fehlen ein paar Leben. Aber Missiles habe ich ja alle, deswegen. Was lebt da noch einer? Deswegen passt schon alles. Seid denn alle tot? Und auch dich will ich noch scannen. Mein lieber Soldat. Schwere Schädeltrauma infolge eines starken Aufpralls als Todesursache identifiziert. Ja, wahrscheinlich auch von der Granate da, die der Pirat da eben abgefeuert hat. Würde ich mal behaupten. Und was ist hier? Glas gesprungen und scheint instabil zu sein. Ich teste mal den Missile auch. Ah nein, Missile geht nicht. Oder muss ich. Ah, okay, ich muss da drauf zielen. Also ja, es geht alles. Ist völlig egal. Was man benutzt, so ungefähr klappt alles. Vielleicht hätte sogar ein normaler Schuss auch ausgereicht. Ich habe einen Charge Beam gemacht. Vielleicht hat ein normaler auch ausgereicht, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall durchgekommen. Das war alles, was ich wollte. Okay. Dann gehen wir auch nochmal weiter. In den nächsten Raum. Und das ist dieser hier. Mit zwei Wegen sogar.
Sind beide, also du bist auf jeden Fall erreichbar, ist die andere auch erreichbar? Ja, ich komme an beide Türen sehr einfach hin, aber ich will erstmal wieder Sachen scannen. Ersatzgenerator für Notfälle, beschädigte Einheit weist Kurzschlüsse auf. Und da hinten den Schutt, da kann ich auch wieder scannen. Was auch immer das ist. Trümmer gehören zu einer multiplen Typ irgendwas Abwehranlage. Sie erlitt einen direkten Treffer. Und was ist das, ein Pirat oder? Nee, doch, ja genau. Pirat scheiterte beim Versuch, durch den Schacht zu kriechen und dem Angriff zu entkommen. Okay. Jetzt ist die Frage, ob ich in den Schacht selber irgendwo rein kann. Ja, das sieht schon so aus. Wo ist denn hier der Eingang? Das ist auch wieder ein ziemlich langer. Ach, der Eingang ist in einem anderen Raum oder wie? Das ist auch wieder ein ziemlich langer Mauspan-Abschnitt hier. Wenn ich das so hier richtig sehe. Aber es scheint so, dass der. Warte mal, oder ist der Eingang doch hier? Komme ich hier rein? Das kann natürlich auch sein. Komme ich? Ja, ne, irgendwie nicht. Ne, ich glaube, da komme ich nur raus dann wieder. Aber rein komme ich da nicht. Das ist ja blöd. Ja, offenbar muss ich dann von einem anderen Raum aus hier irgendwie rein. Oder so, weil hier gibt es auch nirgendwo einen Eingang, weil hier überall so eine Glasplatte oder sowas im Weg ist. Okay. Auf jeden Fall wäre erstmal noch, bevor ich jetzt weitergehe, noch andere Soundscan. Da hinten war nämlich wieder so ein Dingenskirchen, das ich mir kurz anschauen will, wo ich immer noch nicht verstanden habe, was die mir jetzt bringen. Du nämlich, die bringen auf jeden Fall Einträge. Zugriff auf Daten zur Energiezelle, irgendwas. Ach so, ah, okay. Okay, jetzt habe ich vielleicht eine Idee. Status unbekannt. Daten zeigen an, dass die Energiezelle mit einer verborgenen Brenngelpumpstation verbunden ist. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was es hier mit diesen Berichten auf sich hat und auch was es mit den Energiezellen auf sich hat, weiß ich auch schon ein bisschen mehr, auch schon so ein bisschen dank euren Kommentaren. Und zwar die Energiezellen hier in MP3, das ist offenbar wieder sowas ähnliches wie die Himmelsschlüssel aus MP2 oder wie die Artefakte der Chozo aus MP1, also wieder so eine große. Bist du ein Speicher? Das ist auf jeden Fall ein Einzelraum, oder? Auf jeden Fall wieder so eine große Sammelquest dann am Ende. An die komme ich hier nach oben mit Volt Jump oder so? Keine Ahnung. So eine große Sammelquest halt wieder. Verkleidung ohne haltbare Befestigungsscan deutet an, dass sie sich mit einem starken Ruck abreißen lässt. Okay, ja, eigentlich will ich ja erst wieder den falschen Weg gehen. Aber, achso, hier brauche ich auch eine Energiezelle wieder, die ich nicht habe. Okay. Und wahrscheinlich ist es so, dass ich jetzt durch diese Einträge, die ich jetzt hier immer bekomme, dass ich dadurch eben Informationen darüber bekomme, wo ich denn hin muss. Also wo ich diese Energiezellen finden kann. Das war ja in den anderen Teilen auch schon nicht anders, dass einem da Tipps gegeben wurde, wo man die denn finden kann, weil man ansonsten halt ziemlich lange suchen müsste. Dieses Steuerterminal verfügt über keine Energie, Einheit derzeit außer Betrieb. Ja, ich bräuchte dafür eben die Energiezelle. Also hier komme ich erstmal nicht weiter, offenbar hier ist eine Sackgasse. Und vielleicht ist es ja so, wenn ich dann alle Energiezellen habe, wie viele auch immer das dann sein mögen, vielleicht auch wieder so ungefähr 10 oder so. So ungefähr 10 oder so, da ist wieder so ein Typ hier. Jetzt will ich mal kurz was, also kann ich dir ja Schaden machen, genau. Jetzt kurz was testen, unser Hypermodus. Was passiert da jetzt, was, wenn ich es gegen euch einsetze? Ich kann die instant killen. Und den auch. Das ist ja interessant. Warum, aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum kann ich jetzt die instant killen? Ich meine, das ist doch Phasen. Und ich schieße dann nur noch mehr Phasen drauf. Dann. Also für mich, also im ersten Moment habe ich jetzt gedacht, ich würde ihn sogar heilen oder sowas, aber es reicht ein einziger, ja, es reicht ein einziger Schuss gegen den aus. Das finde ich sehr interessant, weil ich hätte genau das Gegenteil erwartet. Es reicht gegen jeden von denen ein einziger Schuss aus. Mit dem normalen Plasma-Beam habe ich viel mehr gebraucht. Ich meine, der Hyper-Beam ist natürlich auch, oder halt der Phasen-Beam, ist natürlich auch eine Million Mal stärker normalerweise. Aber ich hatte halt gedacht, dass der sogar dadurch geheilt werden könnte oder zumindest keinen Schaden dadurch nimmt oder halt nur ganz, 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 ganz wenig. Weil er halt selber, ja, weil es halt einfach selber reines Phasen ist da. Oder? Aber habe ich wohl falsch verstanden. Naja, keine Ahnung. Okay. Na, erstmal hier entlang. Ja, vielleicht ist es eben so, dass wir dann die ganzen Energiezellen hier auf der GFS-Valhalla einsetzen müssen und dann hier das Finale stattfindet. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Und hier kriegen wir schon wieder eine weitere Information. Und zwar ist das jetzt die Energiezelle GC irgendwas und 5. Also das ist offenbar die fünfte. Und die ist noch unbekannt. Genau, bei den anderen stand ja auch bei Status teilweise schon gebraucht oder schon verwendet oder irgendwie sowas dran. Das sind halt offenbar welche, die wir schon gefunden haben und auch schon irgendwie hier eingesetzt haben. Daten zeigen an, dass die Energiezelle mit einem Probenbehältersystem einer Forschungsabteilung verbunden ist. Okay, und hier in Orange steht natürlich immer, wo ich denn hin soll. Also es gibt wohl irgendeinen Raum hier in dem Spiel, der sich Forschungsabteilung nennt, denke ich jetzt mal. Und da dürfte ich dann wohl eine Energiezelle finden. Und das gilt halt auch für die anderen Einträge. Die können wir uns auch bestimmt hier nochmal angucken. Hier bei Datenbank, bei Berichte. Einträge zur. Nee. Oder auch mal Erforschung, Vorgaben. Das kann man sich doch bestimmt nochmal hier irgendwo nachlesen, oder? Ich bin gerade nur zu. Ja, bei Erforschung aber nicht. Oder ja, vielleicht kann ich mir das auch hier bei.
hier nachlesen, bei den Energie. Okay, hier sind jetzt Fragezeichen. Und das kann ich mir jetzt hier nochmal angucken und weiß eben, hier muss ich zu irgendeinem Raum, der Generator heißt oder der Generator im Namen hat oder so. Dann finden wir noch eine im verborgenen Brengel-Pumpstation, also da auch in irgendwie so einem Raum, also halt auf Brio natürlich, irgendwas mit Brengel natürlich. Und halt hier Forschungsabteilung, keine Ahnung, wo das genau ist, aber dürfen wir noch alles finden und die haben wir ja schon gefunden. Da steht eben Status schon gebraucht, weil wir die eben schon verwendet haben. Die zwei, die wir halt jetzt hier schon haben. Okay, alles klar. Habe ich also, glaube ich, verstanden und wir haben es gerade gesehen, es gibt offenbar 9. Ist es nicht so, dass es auch 9 Himmelsschlüssel gab in MP2? Ich glaube schon. Gab es auch 9 Artefakte der Chozo in MP1? Kann sogar auch sein, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Struktur ist komplett eingestürzt. Auf den Trümmern lassen sich Klauenabdrücke erkennen. Und kann ich dich wegmachen? Trümmer blockieren den Weg. Das Hindernis lässt sich eventuell durch Explosionsstöße rammen. Durch Explosionsstöße? Nicht rammen. Deswegen, ich habe mich gewundert. Räumen. Das macht auch schon mehr Sinn. Dann mache ich das mal, wenn ich das denn kann. Bam. Okay. Missile. Und was ist es jetzt wieder? Kann ich dich auch wegräumen? Ja, immer noch. Okay, also ein paar Missiles draufballern hintereinander. So. Was jetzt? Okay. Hallöchen. Was seid ihr? Ihr seid auch neu. Hilfe! Du bist ein Phasenspringer. Okay, das sind. Die Springer haben auch Ähnlichkeiten damit, aber jetzt hier mit Phasen. Mit kristallisierter Phasenschicht überzogen. Verspeit. Aus der Distanz eine aggressive Substanz. So, verspeit. Okay. Der Phasenspringer ist robuster als der gemeine Springer, lässt sich aber dennoch effektiv mit gängiger Bewaffnung bekämpfen. Das kristallisierte Phasen, das seinen Körper bedeckt, bietet ihm zusätzlichen Schutz vor Angriffen. Wie ein gewöhnlicher Verwandter ist auch dieser Springer imstande, aus der Distanz anzugreifen, indem er Stöße giftigen Phasens in Richtung seiner Beute verschießt. Okay. Ich werde es mal kurz testen, den ersten Mal normal zu killen. Und ich will mal dann gegen die anderen meinen Phasenbeam austesten und mal gucken, wie die dann so im Vergleich sind. Also der normale braucht erstmal einige Schüsse. Jetzt, okay, jetzt hat er, glaube ich, auch selber gerade in den Hypermodus gewechselt noch am Ende, glaube ich. Warte mal, ich will dich kurz scannen. Bist du jetzt gerade im Hypermodus? Ja, bist du. Ich kann dich jetzt nämlich nochmal scannen, richtig. Mach ich auch schnell. Wieso befindet sich im Hypermodus-Zustand? Reguläre Waffen sind zur Bekämpfung unzureichend. Ja, okay. Dann, Hilfe. Ja, dann will ich jetzt auf jeden Fall den Hypermodus benutzen. Und, was? Hypermodus versagen. Wieso? Ich musste wieder wechseln. Okay, meinetwegen. So, bam, bam, bam. Okay, ja, hält auf jeden Fall weniger Schüsse aus, deutlich sogar weniger. Als mit dem Plasma-Beam. Ich meine, der ist auch viel stärker, wie gesagt, ja. Hat also schon Sinn, aber irgendwie gegen diese Phasen-Lache da gerade eben finde ich es immer noch komisch, dass wir die mit einem einzigen Schuss da killen konnten, obwohl wir einfach nur mehr Phasen draufschießen. Aber na gut. So, was bist du? Gitter scheint locker zu sein, mit einem starken Ruck lässt er sich eventuell entfernen. Okay, machen wir das. Und bam. Und jetzt kommt hier... Ah, okay, jetzt kommt dieser Morphball-Abschnitt, den wir gerade eben schon gesehen haben. Jetzt werde ich also gleich hier... Warum habe ich jetzt hier alles gescannt? Ich will mal kurz gucken, Moment. Ich glaube aber schon. Ja, sieht gut aus. Auf jeden Fall, hier dürfen wir jetzt diesen einen Morphball-Durchgang hier entlang gehen, den ich gerade eben schon angesprochen habe, dass wir also jetzt den Raum verlassen. Ach, guck mal. Yay, Missile-Container, cool. Dass wir jetzt also diesen Raum verlassen, in diesen anderen Korridor da, und dann von dort aus wiederum weiterkommen können. Oder das war alles einfach nur für den Missile-Container. Das geht natürlich... Geht's hier echt nicht weiter? Das geht natürlich auch, aber warte mal, ich will trotzdem jetzt mal kurz gucken. Weil an sich ist es doch so, dass dieser Morphball-Durchgang, den ich da in dem Korridor gesehen habe, dass der hier in diesen Raum führt. Da oben nämlich, ja genau, der führt hier immer noch entlang. Und der führt aber sogar nochmal in einen anderen Raum. Okay, ja gut, ich meine, wir können auf der Karte hier erkennen, dass hier nochmal sowas ist. Okay, das ist also kein wirklicher Raum mehr, wenn man so will. Weil da hinten, kann ich das denn scannen? Nein, weil da hinten ist einfach nur noch so ein kleiner Gang da, und da kann ich dann halt wahrscheinlich noch einen Missile-Container finden oder vielleicht auch sogar einen Energy-Tank oder so. Das heißt also dann doch, weil ich ja von hier aus offensichtlich nicht reinkomme, dass ich von der anderen Seite den Morphball-Durchgang dann doch betreten muss. Deswegen will ich das jetzt nochmal mir kurz angucken. Ob das nicht doch... Oh, jetzt sind die auch hier. Ob es nicht doch jetzt schon von hier ausgeht. Ich werde es aber dann trotzdem... Ich mache mal kurz auf Missiles. Wie sind die gegen die? Ja, ich kann sogar den einigermaßen auch wieder betäuben. Also nicht wirklich betäuben, aber halt, ihr wisst, was ich meine. Bam, sehr schön. Auf jeden Fall kurz ein bisschen ein... Oder halt ein bisschen verlangsamen erstmal am Anfang. Dann halt auch komplett ein... Ja, lass sie halt treffen. Komplett einfrieren. Aber ich mache trotzdem Plasma-Beam. Geht, glaube ich, schon im Endeffekt schneller, weil halt auch meine Schussrate etwas höher ist. Als mit den Missiles. Ja, ist okay. Als mit den Missiles. Jetzt ist er im Hypermodus wieder. Ja, ich werde doch wieder wechseln. Geht doch so am schnellsten. So, dann stirb. Und stirb. Okay. So. Jetzt mal kurz gucken. Komme ich jetzt hier von dem Raum? Ich meine, hier ist offensichtlich der Eingang. Was ist da mit dem Boostbar? Das habe ich doch gerade im Auschen probiert, oder? Ich komme da noch nicht hoch. Übrigens genau eine Sache, die ich jetzt gerade schon ausprobiert habe. Die ich euch mal kurz... Oder ist das eine Spider-Boy-Schiene? Nee, ist aber auch nicht.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Sache, die ich euch mal kurz zeigen will, die ihr mir auch in die Kommentare geschrieben habt, was ich sehr witzig finde. Und zwar, wenn ich jetzt hier den Boostball einsetze, wenn ich also den auflade, dann könnt ihr sehen, dass hier so ein Zielcursor jetzt ist, mit dem ich jetzt auch zielen kann. Also ich kann jetzt nicht mehr mit dem Control-Stick zielen, sondern jetzt hier mit dem Zielcursor eben. Was ich auch sehr witzig finde, dass es so eine Steuerungsmöglichkeit gibt, das kann man so einstellen eben. Und wollte ich euch mal kurz zeigen, dass es auch hier geht. Also man kann auch eben hier mit Wii-Fernbedienung zielen, anstelle von dem Control-Stick. Aber ich glaube, ich werde es wieder ändern, weil ich es doch normal lieber mag, weil ich das schon in den anderen beiden Spielen so gewöhnt bin. Vielleicht hat es so sogar mehr Vorteile. Also an sich hat es schon mehr Vorteile. Weil ich kann mich damit jetzt in eine Richtung bewegen, aber in die andere Richtung theoretisch zielen, was ich ansonsten mit der anderen Steuerung nicht kann, sage ich jetzt mal. Aber ich werde es trotzdem mal wieder ändern, weil ich es halt anders gewohnt bin. Hier Zielhilfe für Fußball, da kann man das eben an- oder ausstellen. Ich mache es wieder aus und kann es eben nur noch mit dem Stick steuern. Aber ist mir ja wie gesagt lieber. So. Und wie zum Teufel komme ich jetzt hier rein? Das ist komisch, finde ich, weil ich meine hier, ich meine, das ist ja deutlich ein Eingang, aber aus irgendwelchen Gründen rutsche ich da ab und komme da, ich meine, ich versuche da wegzuspringen, aber ich kann da nicht wegspringen und was anderes kann ich da auch nicht machen. Das ist sehr ärgerlich, weil ich würde da gerne reingehen und würde da schon gerne entlang gehen und wissen wollen, was denn da so... Kamera, sag mal, Kamera, was tust du? Ich würde schon gerne da entlang gehen wollen und wissen wollen, was da ist, aber... Kann ich jetzt mal da... Ich treffe nicht mehr rein, weil die Was macht denn die Kamera jetzt eigentlich? Die ist total... Die war doch gerade eben noch voll in Ordnung. Da war die genau geradeaus... Ja, jetzt ist sie wieder ausgerichtet. Genau so will ich es haben. Und nicht so hin und her wackelnd. Ach, Kamera. Ja, aber ich glaube, ich komme da eh noch nicht rein. Also kann ich jetzt machen, was ich will. Aber ich frage mich auch, welche Fähigkeit ich bekommen könnte, um da dann doch reinzukommen. Das ist nämlich schon seltsam, weil ich meine, das ist ja auch hier keine Spider-Boy-Schiene, weil das könnte ich ansonsten scannen. Und die würde auch anders aussehen. Aber muss ich dem Piraten irgendwas machen? Durch den Schacht zu kriechen und dem Angriff zu entkommen. Ich meine, der Eingang ist hier, wie gesagt. Ja, aber ich komme da leider wirklich noch nicht rein. Das ist sehr schade, weil ich würde gerne wissen, was da hier so ist auf diesem Weg. Oder kann ich bei dem Weg sonst noch irgendwas hier scannen? Das wirkt irgendwie auch nicht so. Also, der Weg ist ja wirklich auch extrem lang. Aber ich muss, glaube ich, wirklich schon von der Seite jetzt hier reinkommen, weil von der anderen geht es ja nicht wirklich, weil da komme ich ja überhaupt gar nicht hin. Deswegen, ich muss schon hier irgendwie reinkommen, aber ich habe noch keine Ahnung wie. Vielleicht muss ich auch doch erst hier irgendwo eine Energiezelle auch wieder reinhauen und dann komme ich da erst entlang. Oder so, keine Ahnung. Dann lassen wir das erstmal. Und ich denke mal, dass ich jetzt hier noch nicht weiterkomme auf der GFS Valhalla. Weil ich behaupte jetzt einfach mal so ganz, ganz dreist, dass dann eben das hier das Finalgebiet sein wird. Dass wir halt auch wieder so eine große Sammelquest eben haben mit den Energiezellen. Wo wir jetzt halt schon zwei gefunden haben. Dass wir eben dann da noch die restlichen sieben auch noch finden müssen, die hier irgendwo... aufpassen. Die irgendwo hier im Universum verstreut sind auf den verschiedenen Planeten, an den verschiedenen Orten. Und wenn wir eben alle haben, dann müssen wir halt hier zurückkehren und wir können halt auch schon Schritt für Schritt halt immer weitermachen, wenn man so will. Und halt, wenn ich ein paar Energiezellen wieder gefunden habe, kann ich halt hier wieder... Hä, was war das denn jetzt? Warum öffnest du dich nicht? Hä, was ist denn jetzt los? Muss ich die erst besiegen oder wie? Ach man, ey. Dein Ernst? Ja, machen wir es mal schnell. Da kann ich übrigens auch so die Schockwellen auslösen, wenn der mit Hypermodus ist. Das ist auch nicht ganz so toll. Da will ich auch aufpassen. So, und stirb. Wunderbar. Auf jeden Fall, wenn wir eben ein paar weitere Energiezellen gefunden haben, kann ich halt hierhin wieder zurückkehren und dann ein paar neue Orte erkunden und damit ja sogar offenbar Missile-Container und sowas auffinden, was natürlich auch ganz cool ist. Oder stehst du dich einfach wieder total schnell immer? Offenbar schon, ja, das ist auch so eine Art Schutzmechanismus wahrscheinlich, dass die sich total schnell wieder schließt. Jetzt nehme ich mal doch hier den Weg, wie es gedacht ist, so. Und was wollt ihr jetzt hier alle hier? Keine Ahnung, ich habe ja eigentlich noch so irgendwie ein ungutes Gefühl, dass jetzt dann gleich noch irgendwie ein Metroid kommen wird oder so. Weil ich meine, wir haben jetzt schon so einen halben Metroid gesehen, aber noch keinen ganzen. Und irgendwann wird es mal Zeit, weil ich meine, wir sind jetzt schon, also an sich im zweiten Hauptgebiet, sage ich jetzt mal, Elysia. Ich meine, davor waren wir schon bei ein paar anderen Orten, wie die Olympus oder auch auf Norion, ja. Aber für mich ist Elysia das zweite Hauptgebiet und halt das erste Hauptgebiet war halt Rio. Und Elysia eben das zweite. Und da sind wir jetzt auch schon ziemlich weit fortgeschritten eigentlich, finde ich mal. Und wir haben immer noch keine Metroids gesehen, deswegen, das wird doch langsam mal in der Zeit, oder? Ich finde eigentlich schon. Okay, und hier haben wir jetzt aber ansonsten alles gesehen. Deswegen gehen wir wieder. Ich hoffe jetzt, dass jetzt dann gleich da draußen nicht ein Boss auf mich warten wird. Aber ich glaube gar nicht mal unbedingt sogar. Na, obwohl, das könnte schon sein. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, wir machen mal noch weit, oder? Ja, komm. Ich will noch ein paar Meter laufen. Ich will noch mal bei meinem Schiff wieder beenden. Und das schaffe ich auch, weil hier ist ansonsten nichts mehr. Was haben eigentlich diese Symbole hier zu bedeuten? Ist es einfach das Zeichen quasi von... der Galaxy Force? Keine Ahnung. Naja. Okay. Ich will auf jeden Fall sagen, Leute, das war's mit diesem Part von Let's Play Metroid Prime Trilogy hier bei Metroid Prime 3 Corruption. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren.
und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann doch wirklich auf Elysia weitergehen wird. Also es war doch so, dass Elysia der richtige Weg ist und das hier quasi der falsche, weil wir hier noch gar nicht weitermachen können, weil wir da erst noch tausende mehr Energiezellen brauchen und die haben wir halt noch lange nicht. Und beim nächsten Mal eben geht es dann weiter auf Elysia, freue ich mich schon sehr drauf, weil da können wir jetzt eben mit der Squirtec neue Sachen anstellen. Und ich glaube, so viel fehlt uns in Elysia auch gar nicht mehr. Also da dürfte eigentlich auch dann vielleicht hoffentlich schon bald dann mal der Boss davon kommen. Bin ich auch schon sehr gespannt, wie das dann genau aussehen wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.